Vom Rohblech bis zur fertigen Maschinenabdeckung, ob für den Fahrzeugbau oder die Nahrungsmittelindustrie. HBK Metallbearbeitung kommissioniert und verarbeitet Blech in verschiedenen Stärken. Im Oktober 2009 übernahm Hans-Jürgen Kirsch einen Blechbearbeitungsbetrieb in Goldkronach und gründete daraus die HBK Metallbearbeitung. Dass es nicht leicht ist, kontinuierlich und regelmäßig Aufträge zu erlangen, war Kirsch klar. Deshalb spezialisierte sich das Unternehmen. Ja, wir verstehen uns mittlerweile nicht nur als Blechbearbeiter, sondern als Dienstleister im Blech. Und dass wir für unsere Kunden auch fertige Konzepte liefern. Wir machen Transportgestelle für die, kommissionieren ihre Ware und liefern das dann so verarbeitungsfertig zum Band an den Kunden. Termintreue steht dabei an oberster Stelle. Darüber hinaus bietet HBK seinen Kunden an, Teile vorzuproduzieren und einzulagern. Außerdem ist die HBK Metallbearbeitung dank moderner Maschinen und neuester Software ein Vorreiter in der Metallbranche. Wir verstehen uns als sehr innovatives Unternehmen und sind momentan dabei, durch neue Investitionen auch Industrie 4.0 immer mehr bei uns im Unternehmen umzusetzen. Industrie 4.0 bedeutet in diesem Fall, dass hochwertige Auftragsdaten des Kunden vollautomatisch ins System geladen und Programme für Hightech-Maschinen geschrieben werden. Möglichst ohne Papier oder Zwischenkommunikation. Im Einsatz ist heute zum Beispiel eine neue Maschine im Bereich der Biegetechnik oder eine Stanzlasermaschine. In den vergangenen 8,5 Jahren hat sich viel getan. Einige der Mitarbeiter haben diesen Wandel von Anfang an mitgemacht, wie auch Konrad Ritter. Wir haben angefangen mit 23 Leuten. Mittlerweile sind wir an die 100. Ja, und so vom Firmenaufbau her, was früher handwerklich geprägt. Heute ist eine Stanzmaschine dabei, mehrere Kantbänke haben wir dazu bekommen. Also technisch fast einen Schritt voraus. Durch diesen technischen Fortschritt hat sich der Umsatz seit 2009 beinahe vervierfacht. Das liegt unter anderem an den zufriedenen Stammkunden, die regelmäßig Bauteile bei der HBK anfordern. Ihr Anteil macht 80% aller Aufträge aus. Das macht sich bemerkbar, denn zufriedene Kunden sorgen für eine steigende Nachfrage. Also wir haben uns standardtechnisch deswegen vergrößert, weil unsere Schweißkomponenten immer eine größere Anzahl angenommen haben in der Produktion und wir den Platz hier nicht mehr hatten. Und deswegen haben wir unsere Schweißerei aufgeteilt in eine Großteil- und in eine Kleinteilschweißerei. Und die Großteilschweißerei ist am Windlacher Berg. Dort haben wir eine Halle mit 1200 Quadratmeter, Portalkräne und alles das, dass man große Schweißkomponenten dort gut handeln kann. Die zweite Schweißerei ist aber nicht die einzige Investition der HBK. Auch am Hauptstandort expandiert das Unternehmen und vergrößert nun das Firmengelände in Goldkronach. Hier setzt die HBK ebenso auf ihre Leitlinien. Technologie auf dem neuesten Stand und die Sorgfalt eines handwerklichen Traditionsbetriebes.